es war ein Sommerkind. Er liebte Skateboards, er liebte Graffitis und er liebte Gerechtigkeit. Im Sommer 2012 stirbt Hannes mit gerade einmal 22 Jahren. Das Unrecht, das seinem Grab 8 Jahre später widerfährt, zerreißt seiner Mutter das Herz. Man fühlt sich wirklich bis ins Mark erschüttert. Also ich habe mich so ohnmächtig und hilflos und ausgeliefert gefühlt. Wirklich ausgeliefert. Und habe aber gleichzeitig gedacht, ich bin nicht die Einzige. Es passiert uns allen. Allen, die hier jemanden liegen haben, haben das, glaube ich, schon erfahren. Als sie am ersten Weihnachtsfeiertag mit ihrem verstorbenen Sohn auf dem Soester Osthofenfriedhof feiern will, haben Diebe schon wieder zugeschlagen. Es sind Pflanzen entwendet worden, es ist ein geschenkter Schutzengel entwendet worden, es ist ein selbstgemachter Wichtel entwendet worden, es ist ein Blumenstrauß entwendet worden. Die Laterne ist zertrümmert worden, die mussten wir ersetzen. Immer wieder wird das Grab beschädigt. Dabei ist die Deko für Gabi Morgenbrot die letzte Chance, ihrem verstorbenen Sohn ein Geschenk zu machen. Ich habe mich sowohl bei den ersten beiden Male ans Friedhofsamt gewandt, weil ich total hilflos war. Und die haben mir ihr Bedauern ausgesprochen und gesagt, das wäre halt ganz schrecklich, aber es wird ständig passieren, überall. Und ich habe dann auch die Polizei beim ersten Mal angerufen und die haben mir dann gesagt, sie würden das gern aufnehmen, aber es wäre ohne Aussicht auf jeden Erfolg. Gabi Morgenbrot fühlt sich ohnmächtig, ausgeliefert. Aus der tiefen Trauer der Mutter ist Wut geworden. Mit Klebeband hat sie die Deko befestigt, nun will sie einen Schritt weiter gehen. Die nächste Deko will sie mit einem speziellen Marker gravieren. So soll das Diebesgut wenigstens unbrauchbar für andere werden.